Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen kurzen Video zwischendurch. Heute ein Geschmackstest der konversiven Notrationsriegel der Next Generation. Ich habe drei Sorten hier zugeschickt bekommen. Einmal hier Mashed Potatoes, ich habe einmal Solid Coffee und auf was ich wirklich gespannt bin, Pocket Pizza. Wir legen los und fangen direkt mit dem Mashed Potato an. Den kann man trocken essen, kann sich aber einen Kartoffelbrei draus machen. Auf geht's. Ein Riegel raus, den anderen hier kann ich dank Zipverschluss weiter lagern. Kommt mal zur Seite. Erster Geruchstest. Hat sowas von diesen Stapelchips, also nicht Pringles, sondern tatsächlich diese günstigeren Stapelchips, die man kennt. So riecht's. Mal trocken, probiert. Geht vom Geschmack her auch voll in die Richtung. Schön salzig. Hat was von so Pombeer. Kennt ihr die? Diese Knabbersnacks. So den Geschmack, so leicht salzig. Brüsselt natürlich wie die Hölle. Aber ziemlich geil. Schon mal einen halben Riegel. Machen wir mal Kartoffelbrei draus. Ich habe da mal was vorbereitet. Also schön zerbröseln. Geschmacklich wirklich geil. Ich hatte eher tatsächlich so ein Püree erwartet, wie man es von diesen so Fertigpürees kennt, aber ne. So, Wasser drauf. Nicht zu viel. Kommt auch schon direkt ein sehr würziger Geruch hoch. Der Sitz hat auch schon schön angezogen. Tatsächlich so einen richtig würzigen Geruch. Hier sind noch ein paar kleine Stückchen drin. Sollte man vielleicht sehr fein zerbröseln. Jetzt stickt auch noch ein bisschen nach, wie ihr es hier seht. Noch ein paar Röstzwiebeln dazu und dann kann das auf jeden Fall was. Vom Geschmack her fand ich es tatsächlich trocken besser. Das heißt, lieber so diesen Pombeer-Kartoffelchips-Geschmack. Danach noch ein bisschen Wasser runterspülen. Aber wenn man eine warme Mahlzeit will, als Kartoffelbrei, nicht schlecht. Kann man machen. Geschmack Nummer 2. Nehmen wir jetzt Pocket Pizza. Den Coffee holen wir als Nachtisch. Auch da zwei Riegel in der Packung drin. Aufmachen. Erster Geruchsprobe. Oh. Tomate und Oregano. Und dann kommt noch so eine süßliche Note durch. Einen Riegel hebe ich mal wieder auf für die nächste Tour. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie der schmeckt. Meine Erwartungen sind hoch. Können wir, hoffentlich können wir es erfüllen. Oregano, Käse, was Teigiges kommt auch durch. Tomate, klar. Knoblauch. Sind schon sehr trocken, also da muss man auf jeden Fall was zu trinken. Also Kräuter der Provost. Schmeckt geiler, tatsächlich, als er riecht. Vom Geruch her hat er so eine Beinote von so irgendwas Süßliches, die mir nicht ganz so gefällt. Aber die ist im Geschmack überhaupt nicht vorhanden. Geil. Als herzhafte Alternative auf Touren definitiv einen Versuch wert. Wie gesagt, ihr müsst ordentlich dazu trinken. Die bröseln doch sehr stark. Oder eben auch als Moralbooster in eurer Notration, Notverpflegung. Sind, glaube ich, etliche Jahre haltbar. Weil Kartoffelbrei hat mir tatsächlich ein Ticken geiler geschmeckt. So, letzter Solid Coffee. Da ist natürlich Koffein drin, das heißt, der pusht nochmal. Und Kaffeegeschmack. 2043 haltbar, das heißt 20 Jahre. Das ist eine Ansage. Auch nicht verpackt. Kaffeegeruch kommt hier mal nicht so stark raus, aber erstmal die Folie wegmachen. Oh, jetzt ist er da, doch. So ein bisschen Geruch nach diesem löslichen Kaffee, Instant-Kaffee.
auf der Zunge süß. Dann aber auch so diesen, ja, diesen bestimmte Aroma dieser Kaffeecreme hat man direkt drauf. Süße Kaffeenote. Mmh. Ah, der ist genial. Den kann ich mir richtig gut auf Natur vorstellen. Vielleicht so morgens. Vielleicht auch der als kleiner, als Brei nochmal ergänzt in ein Frühstück mit rein. Gibt zusätzlich nochmal Koffein, Geschmack. Mmh. Ah. Hier sind auch so kleine schwarze Stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das so löslicher Kaffee sogar ist. Genial. Also mein Favoriten definitiv der Mashed Potato. Richtig cool. Chips-Geschmack mehr oder weniger. Und der Salted Coffee. Ein geiler Geschmack fürs Frühstück oder auch für nachmittags, wenn man so ein kleines Tief hat. Pocket Pizza. Hat noch ein bisschen Luft nach oben, vielleicht. Kommt da ein bisschen mehr. Aber trotzdem nicht schlecht. Schmeckt mir gut. Schmeckt besser, als es riecht, wie gesagt, beim Geruch. So ein leichter, na, so eine Abzüge in der B-Note. Aber kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Definitiv besser als BPER, NRG5 oder wie die anderen Konsorten heißen. Die doch, ja, sehr bröselig sind. Sehr, ja, also gut, bröselig sind die hier auch. Aber die sind, ja, sehr fad im Geschmack. Haben vielleicht maximal ein leichtes Aroma nach, ja, Butterkeks, wenn es hochkommt. Aber hier ist ordentlich Geschmack in der Packung drin. Geil. Das war's. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Mmh. Geil. Mmh. Hätte ich ja noch ein bisschen Kartoffelbrei. Hm? Mmh. Katze ist auch schon da.